Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt hier im Transim World 2 auf der Strecke Dresden-Riesa. Ihr seht das schon, wir fahren heute mit der Baureihe 101 in diesem 100 Jahre Bauhaus Repaint und stehen hier gerade in Riesa. Lassen unsere Fahrgäste einsteigen, machen mal die Türen zu und rüsten noch kurz unsere Lok fertig auf. So, AFB noch an. PZB, na, PZB, SIFA und die LZB an. Das hier passt alles. Dann Bremsschlüssel aufgesperrt, Bremsen lösen. Kurzer Blick aus dem Fenster, ob wir wirklich abfahren dürfen, können, sollten, wie auch immer. Ja, sieht gut aus. So, dann haben wir natürlich den Fahrtrichtungssender noch nicht in Vorwärtsstellung gepackt. So, jetzt fahren wir schon mit leichter Verspätung, glaube ich, los. Sehr gut. Schickes Oberteil. So, Fenster zu und verschließen. Signal ist grün. Hier vorne das Stellwerk von Riesa. Befreien wir uns mal und gehen mit der AFB hoch auf die 80 km/h, die wir fahren dürfen. Hier vorne kommt jetzt schon die 185 vorbei. Und zwar in diesem Das ist Grün Repaint. Gibt es im Railsim Forum ganz neu zum Download. Und damit weiß ich jetzt auch, dass tatsächlich Repaints wohl per Zufall in den Fahrplan hineingeswappt werden. Zumindest was Loks angeht, das finde ich ziemlich cool. Genau. Wir fahren im Herbst, das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Diese Strecke ist nämlich für den Herbst optimiert. Ihr wisst ja vielleicht noch, bei Boston Sprinter, bei der Route, bei der neu erschienenen Route aus den USA, war ja die Strecke besonders optimiert für den Winter. Was steht denn hier drauf? Gröditz, Großenhain, Zeithain, Moritz. Aha, schön. Genau, also die Boston Sprinter Route war ja optimiert für den Winter und Dresden-Riesa ist optimiert für den Herbst. Hier sieht nämlich der Herbst besonders schön aus und ich finde, man sieht das auch schon ziemlich, ziemlich gut. Also das sieht jetzt wirklich aus wie Herbst. Also richtig, ne? Mit den Bäumen in diesen verschiedenen Farben. Wir haben zwischendurch ein bisschen mehr Grün, ein bisschen mehr Orange, ein bisschen mehr Rot. Ich glaube, hätte ich das Ganze ein bisschen windiger eingestellt, dann würde vermutlich noch das ein oder andere Laubblatt durch die Gegend fliegen, denke ich mal zumindest. Und vor allem, wenn man so in die Ferne guckt, also das sieht jetzt schon wirklich schön aus. Also das ist halt ein richtiger Herbst, was die Vegetation angeht. Hut ab, das ist richtig gut gemacht auf dieser Strecke, definitiv. So, hier haben wir eine Abzweigung, die uns irgendwo hier hinführt. Okay. Ja, wir fahren hier übrigens mit diesem 100 Jahre Bauhaus Repaint. Visit Dessau.
Gibt es auch im Rails im Forum zum Download. Wenn ich dran denke, packe ich den Link in die Videobeschreibung. Sollte er nicht da drin sein, einfach nochmal Bescheid sagen. In den Kommentaren, dann suche ich nochmal den Link raus. So, und jetzt fahren wir nach Dresden mit einem Zwischenhalt, nämlich Dresden-Neustadt. Und dann sollte das eigentlich eine ruhige Fahrt werden. Wir müssen dort um 11:48 Uhr ankommen und um 11:54 Uhr sollten wir dann in Dresden Hauptbahnhof sein. Ja, zwischendurch mal aufs Makrofon drücken, kann man mal machen, ne? LZB haben wir nicht auf der Strecke. Höchstgeschwindigkeit auf dieser Strecke sind 160 km/h, nämlich auf der Umgehungsstrecke dürfen wir die auf jeden Fall ausfahren. Und ich glaube, kurz vor Dresden gibt es auch einen Abschnitt, wo wir 160 fahren dürfen, meine ich zumindest. Ja, also ich muss wirklich sagen, stimmungstechnisch ist die Strecke wirklich, wirklich einfach gut. Die Strecke ist einfach gut gelungen. Das kann ich nicht anders bewerten. Während wir hier durch Nünkritz durchfahren. Ja, wir fahren hier unseren Intercity. Das gibt es als Add-on an und für sich. Dafür braucht man die Hauptstrecke Rhein-Ruhr, das ist die Voraussetzung. Und für die Strecke kann man sich dann das DLC kaufen, die Baureihe 101. Und die ist dann jetzt auch hier im Fahrplan benutzbar. Und das finde ich echt cool, dass das DTG das tatsächlich macht, dass man im Fahrplan auf neuen Strecken ebenfalls dann die Loks benutzen kann. Also, dass die nicht nur auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr verbaut wird. Und das war's dann. Sondern auf Hamburg-Lübeck wurde sie ja verbaut, da wo es Sinn ergeben hat. Da gibt es jetzt zwei Fahrten pro Tag mit der 101 und dem Intercity. Und hier auf Dresden-Riesa gibt es ja auch einige Fahrten, die man machen kann. So, wir dürfen weiterhin hier unsere 120 fahren. Die Fahrt insgesamt sollte ungefähr eine halbe Stunde Pi mal Daumen dauern. Gut, wir haben jetzt ganz leichte Verspätung. Aber unabhängig davon, oh, wir dürfen 130. Nehmen wir mal die Leistung raus. AFB hoch auf die 130. Und ich denke mal, dass wir jetzt mit dem Zug an der Stelle vorbei sind, sodass wir beschleunigen können. Und wir dürfen jetzt gleich sogar 160 fahren. 120 fürs Gleis rechts angekündigt. Wir fahren aber, glaube ich, geradeaus weiter an der nächsten Weiche, oder? Ja, genau. Und jetzt hier links. Und ab hier dürfen wir dann die 160 fahren. Also Leistung raus, AFB komplett durchdrücken. Viel schneller als 160 werden wir nicht.
Ja, da regelt die AFB automatisch ab, dass sie nicht auf über 160 geht. Also kann man tatsächlich den Hebel komplett nach vorne schieben. Und dann wieder Leistung aufschalten. Die Brücke sieht sehr schön aus. Sehr schön. So, dann beschleunigen wir mal. Ihr euch schon Dresden-Riesa geholt? Wenn ja, gefällt sie euch? Also ich muss wirklich sagen, ich finde die Strecke wirklich sehr gut gelungen. Also auch so die Vegetation und so, also wirklich schön. Was wir jetzt auch haben, auf den Straßen, sind glaube ich richtige Straßenschilder, wie sie haben ja schon vorhin eins gesehen, so mit Ortsmarkierungen und so. Aber ich glaube auch so richtige Verkehrszeichen sind teilweise jetzt mit dabei, was an sich auch eine ganz coole Neuerung mal ist, weil das hat jetzt bisher komplett gefehlt auf den ganzen Strecken. Klar, ich finde sie letztendlich nicht so wichtig, wenn sie jetzt nicht dabei sind, ist das nicht schlimm. Weil letztendlich geht es darum, Züge zu fahren. Aber wenn sie dabei sind, umso cooler. Wir können mal kurz auf die Karte blicken. Also wir fahren jetzt hier praktisch diese Umgehungsstrecke, die für die Intercities und für die Güterzüge sind, die praktisch hier einfach nur durchbrausen. Und hier unten auf diesem Streckenast fahren die Regionalzüge, die der RE50 unter anderem. Genau. Also auch hier die Vegetation. Wirklich schön. Und runter auf die 120. Streckenkenntnis habe ich natürlich so richtig noch keine. Vor allem auf diesem Streckenast war ich bisher noch gar nicht. Ich hoffe also, dass uns kommt kein Geschwindigkeitsprüfabschnitt, kein böser Geschwindigkeitsprüfabschnitt entgegen. Uns kommt aber entgegen ein Intercity. Hier gelten dann die 120. So. Ich denke nicht, dass wir großartig mit roten Signalen rechnen müssen auf unserer Fahrt. Ja, und dann tuckern wir mal vor uns her hier. Hier auch sehr schön die Felder. Hier auch. Da hinten noch ein paar Ortschaften. Ja, also
Hat definitiv was. Mods sind soweit keine installiert, mit Ausnahme der Wolkenmod. Ansonsten ein Streckenupgrade gibt es zum Zeitpunkt der Produktion dieses Videos noch nicht. Also Streckenupgrade im Sinne von, dass Poster ausgetauscht werden, dass irgendwelche Texturen noch vielleicht ein bisschen verändert werden. Gibt es ja immer für die ganzen Strecken. Bringt ja, glaube ich, meistens der Nick Hawk raus. Macht er das? Ich glaube schon. Im Rails Forum. Das Upgrade gab es noch nicht. Heißt also, wir sehen die Strecke eigentlich ziemlich genau so, wie sie geliefert wird, mit Ausnahme natürlich jetzt des Himmels, der so mit dieser Mod viel, viel schöner aussieht und natürlich haben wir da ein paar Repaints jetzt auch mit drauf, nennt das Repaint unserer eigenen Lok. 100 Jahre Bauhaus. Und wir sahen jetzt gerade schon das Repaint für die 185. Das werden wir uns auch irgendwann noch ein bisschen näher angucken, definitiv. Aber das war's dann auch, glaube ich. So, gleich dürfen wir dann 140 fahren. Nämlich ab hier vorne, also Leistung raus. AFB hoch auf die 140. Das geht mir ein bisschen sehr steil. Kilometer 18. Wir dürfen sogar 160 fahren, laut HUD. Da habe ich wohl irgendwas übersehen. Dann fahren wir die 160. Auch schön gemacht. Hier so mitten durch die Ortschaft durch. Wenn ich nur wüsste, wie sie heißt. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo einen Bahnhof, dann können wir mal kurz drauf gucken. Aber ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, ob es auf dieser Umgehungsstrecke überhaupt einen Bahnhof gibt. Aber das sehen wir ja. Ich glaube nicht, dass wir bisher an einem vorbeigekommen sind. Mal gucken, ob uns noch ein Güterzug entgegenkommt. Da sollte ja ursprünglich geplant viel, viel mehr Güterverkehr auf der Schiene sein. Und jetzt hat mal DTG in einem Livestream erzählt. Jetzt haben wir, was den Güterverkehr angeht, gerade mal 25% von dem, was ursprünglich geplant war. Es wird ja bald. Irgendwann bald ein Streckenupgrade noch kommen und da wird ja noch der fehlende Ast Richtung Meißen ergänzt, die paar Kilometer, was sehr, sehr cool ist und das werden wir uns auf jeden Fall angucken. Sobald das Update, wie auch immer draußen ist. Und ich glaube, gehört zu haben, dass auch praktisch mit diesem Upgrade auch vermutlich der Fahrplan nochmal geupdatet wird und da dann die entsprechend fehlenden Güterfahrten noch mit drin sind, also mit reinkommen sollen. Weiß jetzt nicht, galten die 120 für uns? Nee, ne? Nee, 130, okay. Genau, also die fehlenden
Fahrplanfahrten für den Güterverkehr sollen wohl noch mit reinkommen, vermutlich. Und es wird geschaut, ob auch zum Beispiel die 155 auch hier auf der Strecke fahren könnte. Die würde nämlich ziemlich, ziemlich gut hier drauf passen. Ist ja auch eine Lok aus dem Osten. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt gerade Quatsch erzählt habe und eine verbale Ohrfeige nach der anderen bekomme in den Kommentaren. Vollkommen zu Recht. Ja, also einen Schilderwald gibt es definitiv nicht nur auf den Straßen. 160. Leistung raus. AFB hoch auf die 160 und langsam wieder Leistung aufschalten. Wir wollen ja unseren Fahrgästen ein angenehmes Fahrerlebnis bieten. Radebeul West. Schön, dass hier tatsächlich richtige Fototexturen dann verwendet worden sind, um das noch ein bisschen authentischer zu machen. Sehr schön. So, Dresden-Neustadt in 8 Kilometern. Die 160 haben wir jetzt drauf. Schauplatz, Spielraum, Meilenstein, Dessau eben. Was haben wir da? Einen Dosto. Oh, mal nicht auf die Lok gucken. Das ist ein Repaint, das gerade in Arbeit ist und nicht fertig ist. Anscheinend werden die auch per Zufall in den Fahrplan hineingeswappt, auch bei der 146. Gut zu wissen, aber ja, das war jetzt praktisch Work in Progress und noch nichts Fertiges, von daher einfach ignorieren. Was genau das werden soll, das Repaint, das verrate ich jetzt einfach mal noch nicht. Aber es wird sicherlich irgendwann bald zum Download geben, sobald es fertig ist. Und angucken werden wir uns das hier natürlich in dem Video auch. So, das N steht für, weiß ich nicht, für nicht mein Bier. Ja gut, jetzt haben wir schon wieder die 146 hier. Immerhin eine fliegende Überholung. Wie gesagt, ja, 146. Aber interessant, wir haben jetzt 246er gesehen und beide hatten dieses Repaint. Okay. Ich hoffe, dass jetzt nicht zu viele davon auftauchen. Also, dass jetzt nicht einfach jeder 146 dieses Repaint hat, aber das glaube ich nicht. Aber wir werden sicherlich noch ein paar Zügen begegnen, vor allem jetzt hier im Großraum Dresden. Okay. Schnell, schnell runter. Komm schon, keine Zwangsbremse. Aus, schneller, schneller, schneller. Puh. Na, warum können wir denn keine Leistung aufschalten? Ach jetzt.
Und sind jetzt gleich in Dresden Neustadt. Bleiben wir jetzt einfach mal bei den 70, beschleunigen nicht weiter, sondern lassen einfach nur noch rollen. Also klar, bei Nacht ist es halt sehr, sehr schön hier zu fahren, aber bei Tag sieht man natürlich viel mehr. Auch diese ganzen Gleisanlagen und Weichen und so, das kann man nachts einfach nicht so gut begutachten. Und jetzt bei Tag zeigt sich einfach, wie viel Arbeit da drin steckt. So, sind wir zu spät? Ah, 2 Minuten. So, dann bremsen wir mal langsam. Ja, kriegst du. Und halten genau bei der Haartafel. Oh, das war, glaube ich, ein ganz netter Stopp. Geben die Türen links frei. Und gucken uns mal ein bisschen um. Dresden Neustadt. Ah, ich habe vergessen, die Zuglichter anzumachen. Ups. Sorry. Was steht hier? Ah, Verspätung 2 Minuten. Das halte ich für ein Gerücht. Hier eins dieser Diorama, wo zufällig so ein paar Arbeiter hier rumstehen. Hier in Dresden-Neustadt. Ich glaube allerdings, dass tagsüber dieses Schild hier Dresden-Neustadt nicht erleuchtet ist. Zumindest hab ich das so mal gehört. Meine ich zumindest. Also dass das halt nicht jetzt ganz akkurat ist, aber ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm. Es gibt Schlimmeres. Definitiv. So, dann würde ich sagen, laufen wir mal durch den Zug zurück. Verzeihung, ich habe leider die Lichter ausgelassen. Bitte entschuldigen Sie. Visa Dresden-Neustadt, Dresden. IC 2440. Können wir diesen Schaltkasten hier bedienen? Nee, ne? Schade. So, das ist auch die zweite Klasse. Laufen wir nochmal durch die erste Klasse. Falls die überhaupt hier ist. Ja, erste Klasse. Ja, ja, wir haben Verspätung, ich weiß. Hier vorne haben wir hier unsere Compartiment. Was sind eigentlich diese grünen Dinger hier? Weiß das jemand, wofür die da sind? Ne, keine Ahnung. Wissen Sie es? Ne, auch nicht. Nein, will ich nicht aufgeben. Das finde ich auch auf jeden Fall sehr cool, dass die Texturen so scharf sind, dass man wirklich alles lesen kann. Das ist richtig cool gemacht. Ah, schicke Jacke. So, Türen zu. Das ist ein Repaint, das es in Kürze zum Download geben wird. Die 143 der RHB, der RBH, nicht der RHB. Bisschen doof, dass die mit den Personenwagen Dostos mit dazu kommt, weil ich glaube, die 143 der RBH ist eher so im Güterzugdienst unterwegs, aber lässt sich halt nicht ändern. Und nächster und letzter Halt ist Dresden Hauptbahnhof.
hier das Stellwerk von Dresden-Neustadt. Auch schön beschriftet und alles. Hier diese Tabakfirma, habe ich glaube ich beim letzten Video schon erwähnt. Jetzt sieht man sie so richtig, ne? Sieht eigentlich cool aus. Wie gesagt, hat irgendwie was von der Moschee so, ist aber tatsächlich keine. Sehr schön. Also ich bin jetzt mal nicht zu viel in der Außenkamera, weil gerade hier kann ich mir vorstellen, dass es die ein oder anderen zu bestätigenden Signale gibt, wie zum Beispiel das, was genau vor uns ist. Nehmen wir mal die E-Bremse. Die E-Bremse allein lässt sich übrigens mit Punkt und Komma steuern. Also Punkt, um die Bremse anzuziehen, und Komma, um die Bremse dann zu lösen. Das machen wir auch genau jetzt, ja, wobei noch nicht ganz. Und jetzt haben wir die 60. Jawohl, das müssen wir nicht bestätigen, ne? Hoffe ich jetzt mal. So. Und ab hier gelten dann die 60. Also schön, wie dieses ganze, wie diese ganzen Gleise hier sich hier so lang geführt werden. Das ist halt einfach richtig gut gemacht. Für uns geht es nach links weiter. Und wir haben halt zu erwarten. Und da vorne baut sich auch gerade Dresden Hauptbahnhof vor uns auf. Wir drücken auf PZB wachsam. 1000 Hertz Magnet leuchtet. Beziehungsweise 1000 Hertz Leuchtmelder leuchtet. Der Magnet selbst leuchtet tendenziell eigentlich eher weniger. Und jetzt schlängeln wir uns über die weichen Verbindungen in den Bahnhof hinein, nämlich in diese obere Etage. Ziehen schon mal langsam die Bremsen an. Wir wollen ja nicht, dass der 1000 Hertz Magnet, der 500 Hertz Magnet uns nochmal zum Stoppen bringt. Außerplanmäßig. Ja, ja. Das muss nicht bestätigt werden, oder? Ich mach's nochmal. Nee, okay. So, wir fahren ein bisschen weiter hinaus über die Markierung. Sind, ja, 3 Minuten, 4 Minuten zu spät. Sagen wir mal 5 Minuten Verspätung. Und bremsen. Ja, auch schön die Schachbretttafel. Da vorne kommt noch ein IC rein. Sehr schön. Würde ich sagen, stimmen wir mal auf und gucken uns hier noch mal ein bisschen um. Weil die Außenkamera. Hier vorne sehr schön noch eine Lok abgestellt, die 185 MRCE. Hier haben wir die 146, die nicht fertig ist. Hier im Bahnhof haben wir einen Talent 2 rumstehen. Der Intercity, der gerade eingefahren ist.
der nach Riesa fährt. Dann haben wir hier noch einen, den RE50 mit einer 146 hinten dran oder vorne dran, besser gesagt. Auch wenn der falsche Stromabnehmer gerade noch oben ist, aber das ändert sich tatsächlich erst einmal ganz kurz vor Abfahrt. Da wird dann der Stromabnehmer im letzten Augenblick noch gewechselt von der KI. Und hier vorne ist gerade nichts. Aber sehr, sehr schön. Und der Kollege macht gerade eine Pause. Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Gut, ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.